Mein Name ist Hans-Jakob Reuter. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer und Gründer dieses Unternehmens. Na, wir konzentrieren uns darauf, die Welt zu verändern. Die GICOM ist ein Software- und Beratungshaus. Wir machen Software hier tatsächlich für den mehrheitlich kaufmännischen Bereich auf Basis von SAP. Wir sind sogar mit unserer Software ein Teil der SAP-Produktfamilie und da bin ich auch besonders stolz drauf, weil wir das eben in den letzten 5 Jahren geschafft haben, als einer der weltweit 30 Partner der SAP zu werden, wo die SAP für unsere Produkte eintritt und sie in ihrem eigenen Namen verkauft. Also, er wird sich wohlfühlen, wenn er eben Bock hat an dem Thema Verändern. Er darf einfach die Dinge, wie sie sich darstellen, nicht als gegeben hinnehmen und gerne so lassen wollen. Das ist das Thema. Also wer an der Veränderung Bock hat, an was Neuem, an dem Versuch, an was Neues zu probieren, aber zum Schluss auch, ganz wichtig, den Wunsch zu haben, eben was Neues auch zum Erfolg zu bringen. Denn das ist das Wichtige. Es geht nicht ums Probieren, es geht nachher darum, den Erfolg dadurch zu haben, dass das, was man sich ausdenkt, auch funktioniert. Ja? Funktioniert es für einen selber oder funktioniert es für andere, ist die nächste Frage. Aber das Wichtige ist, dass man den Wunsch hat, mit Veränderungen erfolgreich zu werden. Und das ist eigentlich die Motivation, die dann jemanden nach vorne schiebt. Und das sind die Leute, die hier eigentlich ihr Zuhause haben und damit eben durchstarten können. Ja? Kommt wahrscheinlich zum Unternehmensprofil, also durchgeknallt, würde ich mal sagen. Manchmal, ich glaube, dass das Positive ist, dass wir über Ideen dann reden, die dann vielleicht wieder da reinkommen und sagen, könnte man das so machen oder könnte man das so machen und muss mal 2, 3 Gedanken mehr rein tun. Das andere, was damit einhergeht, ist leider aber auch, dass immer heißt, werde ich dem jetzt wieder gerecht? Warum hat er andere Ideen? Warum geht er daran anders vor? Warum diskutieren wir die Sachen nochmal aus einem anderen Blickwinkel? Ja, aber letztendlich geht es darum, diese Dinge gemeinsam zu bewerten. Ja, und deswegen gibt es dann schon mal durchaus den Aspekt, dass man nicht unbedingt zufrieden ist, ja, wenn wir gemeinsam weiter diskutiert haben, ja, aber mit der Lösung nachher genau das wieder produzieren, nämlich Zufriedenheit. So, insofern, glaube ich, die meisten kommen hier raus und sagen, ah, der ist wieder mal durchgeknallt. Also für uns in der GICOM, ne, wir verändern Prozesse, Bestehendes, wir innovieren auch durchaus langweilige Themen wie kaufmännische Seiten. Trotz und alledem machen wir das mit neuesten Techniken, mit neuen Ideen, ja, mit hervorragenden Kollegen in supergeilen Teams, und für diese Form von Arbeit suche ich die richtigen Leute, die Kraft haben, Dinge nach vorne zu schieben, auch gegen Widerstände, die Spaß daran haben, sobald es erfolgreich wird, und die richtig da rausgehen und sagen, das ist das, das stelle ich mir vor, so möchte ich es durchtreiben, dann finden Sie die richtige Umgebung, kommen Sie zu uns und zeigen Sie, wie in der Welt Veränderung vorgenommen wird. Und dazu lade ich Sie herzlich ein und würde mich freuen, wir sehen uns als Mitarbeiter der GICOM.